Ja, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ich warte hier in Bilbao in Spanien, damit einer zum Abladen kommt. Ich bin gestern in der Nacht angekommen. Es ist jetzt circa 6 Uhr in der Früh. Um 7 Uhr beginnen die zum Arbeiten angeblich. Ja, die werden dann jeden Moment eintritzen. Ich war jetzt etwas unterwegs hier. Eine sehr schöne Gegend, wirklich auch ein wunderbarer Tag. Und ich gehe aber zur Sicherheit wieder retour zur Black Beauty. Nicht, dass sich da irgendeiner vergreift, das möchte ich natürlich nicht. So, ist ganz schön Verkehr hier. Immer wieder. So, kurz drüber laufen. Zack, 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 zack. Ja, hier steht sie. In der vollen Pracht. In Schwarz. Genau. Genau so. Ja, der liebe Tom Diesel von der Transat hat in einem seiner letzten Videos sich etwas Gedanken gemacht, ob ich mich da finanziell nicht ganz leicht übernehme. Dazu sei gesagt, ich habe, bevor ich in das virtuelle Transportgeschäft eingestiegen bin, ich spreche jetzt rein vom Storydoc, habe ich in der Geschäftsleitung für ein Unternehmen gearbeitet, wo es dann Differenzen gab. Ich habe mich abfertigen lassen, das war eine Jahresgage. Da ist natürlich ganz schön Kohle dann da gewesen. Den DAF, den ich zurückgegeben habe, habe ich erstattet bekommen und auch eine Entschädigungszahlung wurde mir vom DAF dann überwiesen für die ganzen Probleme und Schwierigkeiten, für die Ausfälle, die es gegeben hat und so weiter. Ich habe da eine Ausfallsversicherung abgeschlossen, eine sogenannte Betriebsunterbrechungsversicherung. Da ist auch Kohle dann rübergekommen und daher konnte ich mir dann wirklich dieses wunderschöne Teil leisten. Natürlich mit 650 PS vielleicht etwas überdimensioniert, aber das hat auch der liebe Tom schon vermutet. Vielleicht habe ich da ja was vor, doch auch etwas andere Aufträge anzunehmen, etc. und so weiter. Wir werden sehen, was da noch alles passiert. Ja, zum Real Life möchte ich euch auch ganz kurz was sagen. Weil wir gerade von dieser Geschäftsleitungstätigkeit gesprochen haben und so weiter. Ich mache das auch im Real Life. Ich bin in Österreich in einer Firma, in einem Möbelbetrieb mit 130 Personen. Da bin ich tatsächlich in der Geschäftsleitung tätig. Ich bin selbst verheiratet, habe zwei Kinder, eine Tochter und einen Sohn. Ja, mein aktuell wirklich großes Hobby ist eben ETS. Und YouTube. ETS fahre ich aber nicht nur hier für meine Videos, sondern auch im Multiplayer, also in Trackers MP. Da fahre ich für eine virtuelle Spedition für die Swiss World Cargo. Da bin ich auch mit dem Chef privat doch sehr gut befreundet. Der ist mir sehr ans Herz gewachsen. Schaut rein bei seinem Kanal, abonniert ihn. Er streamt auf YouTube und auf Twitch. Ja, so viel zu dem Thema. Eine Bitte hätte ich auch an euch, liebe Zuseher. Die Black Beauty, bin ich der Meinung, würde sich eine zweite Farbe verdienen. Und insbesondere eben für die Zugmaschine. Ja, und da würde ich euch fragen, um eure Meinung, wie ihr das seht. Soll ich erstens eine zweite Farbe dazu nehmen? Welche Farbe soll ich dazu nehmen? Was stellt ihr euch da vor? Was könnt ihr euch vorstellen? Was würde da vielleicht ganz gut aussehen oder auch nicht? Schreibt es mir einfach in die Kommentare. Ich bin wirklich gespannt, was da rauskommt.
Ja, den Micha von der Rennrand hätte ich auch gerne angerufen. Der hat das Handy aktuell ständig ausgeschalten. Keine Ahnung, was der treibt. Entweder bereitet der seine 60-Jahr-Feier so intensiv vor, dass der für nichts anderes mehr Zeit hat. Oder er ist irgendwo unterwegs. Also zutrauen tue ich ihm grundsätzlich ja alles. Der ist brutal am Wachsen. Sicher voll im Stress. Und ja, keine Ahnung. Ich hätte ihn gerne gefragt, wie es aussieht mit dieser leidigen Geschichte mit der NSOL, wo er da auf eine Sache draufgekommen ist, die nicht ganz sauber abläuft. Da hätte ich gerne den Zwischenstand gewusst von ihm, aber naja, mal schauen. Ja, dem Marian von der East North Logistik in Dresden, den könnte ich jetzt auch gleich noch eine Nachricht schicken. Der könnte mir nämlich, ihr müsst wissen, ich habe eine Tour angeboten bekommen, die würde ab Dresden weggehen. Wenn ich aber jetzt nach Dresden rauffahren muss, ohne Fracht, und ich habe aktuell keine Fracht da in diese Gegend rauf, dann wäre das für mich ein Negativgeschäft. Also muss man klarerweise seine Kontakte nutzen, in dem Fall den lieben Marian von der East North Logistik. Ob der mir vielleicht diese Fracht übernehmen könnte, ob der Kapazitäten frei hat, das wäre natürlich eine super Sache. Dem schicke ich jetzt dann diese Nachricht. Mal schauen, ob das was wird. Ja, und dann habe ich eine Einladung bekommen vom Hansekontor, vom Christian, vom Chef vom Hansekontor. Ihr wisst schon, das ist die Spedition, die mir den Kran von Linz nach Kopenhagen raufgefahren hat. War eine ganz witzige Angelegenheit. Der Auftraggeber hat mich angerufen, der mit diesem Kran, und hat sich dann bedankt, dass das alles super funktioniert hat. Er war aber total erstaunt, als da plötzlich eine junge Dame mit einem 40-Tonnen-Kran im Handgepäck aufgetaucht ist und das wirklich perfekt erledigt hat. Also, lieber Christian, nochmals an dieser Stelle vielen Dank an dich. Ich komme gerne zu dir in deine Münchner Niederlassung. Da sollten wir dann wirklich bei einem Café vielleicht darüber diskutieren, wie die künftige Zusammenarbeit, eine intensivere Zusammenarbeit aussehen könnte. Bin ich echt gespannt. Ja, Leute, Real Life war in dieser Woche recht stressig für mich. Etliche Termine und auch am Abend Termine. Schön, dass ein langes Wochenende kommt. Der Fenstertag am Montag, den haben wir freigenommen, meine Frau und ich. Wir fahren in die Therme. Und ich werde mich da entspannen. Natürlich auch entspannen mit euren Videos. Insbesondere bin ich immer gespannt und schaue gerne zu. Und mein nächstes Video wird dann aufgrund dessen erst nächste Woche wiederkommen, wenn ich dann wieder ganz normal zu Hause bin. In dem Sinne wünsche ich euch natürlich auch ein schönes Wochenende. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Hermi.